Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, mal wieder hier von mir. Ja, es hat sich jetzt einiges getan in letzter Zeit. Heute mal wieder mit der April unterwegs. Aber warum? Das erzähle ich euch wie gehabt nach dem Intro. Ja, Franzose blinkt im Kreisverkehr links, obwohl die eh so viele Kreisverkehre hätten bei sich, aber naja, versteht man es auch nicht. Warum liebe ich die Akrapovic schon? Genau wegen dem. Ja Leute, warum bin ich mal wieder mit der Aprilia unterwegs? Gut, ich habe sie ja auch lange nicht gefahren. Bis jetzt bin ich immer die Husqvarna gefahren in den letzten Videos. Aber es hat schlicht und ergreifend den Grund. Die Husqvarna, wie soll man es denn nennen, ist zurzeit out of order. Oh, hell no! Ja, du kommst da schon vorbei. Jo. Die Straße ist breit wie zwei LKWs, aber naja. Wohin wir heute fahren? Keine Ahnung, das ist so eine Spontantour. Ich wollte einfach mal wieder fahren und auch ein Video aufnehmen für euch. Ich meine, ich könnte euch viel von unserer Heimat zeigen. Da ist ein Berg und da ist ein Berg. Und da hinten, ganz weit hinten, ist auch ein Berg. Wir sind umringt von Bergen. Da ist ein altes Haus. Schön, da ist Wiese. Da ist ein Krankenhaus, das mehr oder weniger auch kein Krankenhaus mehr ist, weil irgendwie machen die gar nichts mehr und schicken alles in das nächste Krankenhaus, 10 Kilometer entfernt. Eigentlich schade drum, weil wenn du wirklich mal einen Notfall hast, dann bist du hier an der falschen Adresse. Nur für kleine Dinge nehmen sie noch auf, was ich weiß. Kommen wir da hinten vorbei, ja? Geht das? 12 Sekunden später. Jetzt warte, die stellen sie hoch. Die stellen sie hoch. Du kommst da schon vorbei. Was ist eigentlich los? Ach na. Ach ja, und ganz zu vergessen, da ist auch ein Berg. Na, jetzt schreibt sie mal mir in die Kommentare, wer kennt diesen Berg? Ich glaube, er ist ziemlich bekannt. Dieses Motiv vor allem ist ziemlich bekannt. Es kann sein, dass ich mich ein bisschen verschnupft anhöre. Ich war die letzten Tage ein bisschen kränklich unterwegs. Nase war verstopft halt. Keine Ahnung, ob es jetzt Männer- oder Sommergrippe war. Kein Plan, da ist frei, da ist gut. So, und der? Ey, da ist Vorfahrt! Wir haben Vorfahrt! Ja, ja. Ja, okay. Dann braucht man nichts mehr drauf sagen. Auch wenn ich jetzt für das Fahrzeug vor mir hätte schlimm ausgehen können, aber ich habe jetzt wenigstens Material, was ich gut reinschneiden kann. Na, 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 na. Deswegen Leute, immer aufpassen, was ihr macht. Immer vorausschauend fahren, sei es beim Autofahren und beim Mopedfahren, weil Idioten gibt es leider Gottes überall. Das Schlimme ist es, dass die meisten Leute dann glauben, dass sie im Recht sind, obwohl sie im Unrecht sind. Ja, ich glaube, ich fahre jetzt dann heute mal wieder meine Hausstrecke. Wie auch schon in dem Husqvarna-Video mit der neuen GoPro-Halterung unten gezeigt. Oder was heißt Hausstrecke? Hausstrecke direkt ist es ja nicht. Es ist einfach meine
Lieblingsstrecke, weil die einfach am schönsten ist zum Fahren, muss ich sagen. Ja, jetzt eilen wir noch ein bisschen da den ganzen Verkehr hinten nach und dann melde ich mich wieder. Ja, Leute, dazu muss ich echt sagen, auf dieser Strecke ist keine Geschwindigkeitsbegrenzung und man hätte einfach dieses Warndreieck am besten vor die Kurve setzen können, weil so, sei es jetzt ein Motorrad oder ein Auto, was schneller dran ist, der übersieht es einfach. Das ist einfach viel zu nah an dem Unfall gesetzt. Was ist mit der Husky passiert? Ja, wie ihr wisst oder auch vielleicht noch nicht wisst, dann verlinke ich euch das hier oben. Unser Trip in Italien und Osttirol ging für mich leider Gottes nicht so geraus wie für Nickel und Maxl. Überall sind die Camper, das ist ein Wahnsinn. Ja, wir sind da runtergefahren, die Husky auch mit Reisegepäck ausgestattet, alles drum und dran. Hatten, wie auch Nickel schon erwähnt, hatte ein super geiles Chalet in Italien. Sind dann am nächsten Tag dann eben weiter zu dieser Panoramikastraße, leider Gottes bei Regen. Geplant war dann der nächste Trip, dass wir dann eben dann zu dieser besagten Alm fahren, wo wir dann auch genächtigt haben. Ja, unterm Fahren ging auf einmal bei der Husky die Ölkontrollleuchte an. Ging aber danach gleich wieder aus. Also ganz kurz aufgeflackert und dann war sie wieder aus. Gut, ich habe mir halt dabei nichts gedacht, weil ich halt dachte, ja gut, hat vielleicht der Öldrucksensor irgendeinen Wackler oder was. Gut, die Maschine lief auch ganz normal, sprang ganz normal an, gar keine Probleme. Haben auch dann diesen kleinen Pass dann Richtung Almzimmer gefahren, haben dann geschlafen. Nächsten Tag dann beim Runterfahren von der Alm, ich bin ja dann schon vorausgefahren, weil mit der Sumo komme ich ja jetzt dann nicht ganz so weit auf so Schotterstraßen wie Nickel und Maxl. Ja, beim Runterfahren fing das gleiche Spiel wieder von vorne an. Die Lampe fing an aufzublitzen und dann aber war es wieder aus. Gut, dann sind wir halt wieder ein paar Kilometer gefahren, waren wir in Osttirol in Lienz oder in der Nähe von Lienz. Auf einmal ging die Lampe wieder an, war aber auch dann dauerhaft an und innerhalb von 300 Meter Maschine tot. Ich konnte es zum Glück noch schaffen, dass ich in eine Bushaltestelle reingerollt bin. Ja, und dann stand man da. Was mache ich jetzt in Österreich? Ne? Dann habe ich dann erst einmal die österreichische Pannenhilfe angerufen, den ÖAMTC. Ja, hat also gesagt, ja, es dauert aber schon ungefähr 2 Stunden, bis er da ist, weil der heute einen Haufen Aufträge hat. Gut, aus den 2 Stunden wurden dann 4 Stunden. Nickel und Maxl sind dann erstmal weitergefahren Richtung Heimat, weil hat er dann noch 120 Kilometer vor uns. Ich habe dann gewartet und gewartet und gewartet. Irgendwann kam der Nette her. War, wie ich dann erfahren habe, der einzige Pannenhelfer in ganz Osttirol. Deswegen hat es ihm auch so lange gedauert. Was ich dann natürlich dann auch verstehen kann. Gut, er hatte dann auch ein bisschen rumprobiert, also das Gängigste, was man halt so probiert, aber hat nichts gebracht. Gut, dann hat er zu mir gesagt, ja, er muss die Maschine halt dann mit zum nächsten ÖAMTC-Stützpunkt schleppen und dann soll ich das halt per Telefon mit der österreichischen Zentrale ausmachen, wie dann der Weitertransport passiert. Ich bin ja in Deutschland ADAC Plus Mitglied, also war das an und für sich dann überhaupt kein Problem. Was ich
wo ich die Maschine hin haben möchte. Dann habe ich halt dann gleich gesagt, ja, ich möchte die Maschine bitte dann zur nächsten KTM-Werkstatt in meiner Nähe haben. Die ist bei uns in Salzburg. Dann hat es seitens der Zentrale geheißen, nee, das ist zu weit, sie fahren nur in einen Umkreis von so und so vielen Kilometer. Das geht nicht. Okay, dann hatte ich mit dem netten Pannhelfer nochmal geredet. Er hat daran nur gesagt, ja, das kriegen wir dann schon hin, lass mich nur machen. Also an dieser Stelle, falls du mein Video sehen solltest, ich bedanke mich bei dir nochmal herzlich, dass du das alles so in die Wege geleitet hast, dass du mir da so geholfen hast. Du bist echt ein korrekter Kerl und ich hoffe, man sieht sich mal wieder. Aber halt hoffentlich nicht auf unangenehme Art und Weise. Ja, wie gesagt, er hat das dann alles in die Wege geleitet. Es hat dann auf einmal geheißen, ja, sie bringen mir die Maschine heim in den nächsten 5 bis 10 Tagen. Gut, dann habe ich mich halt dann auch von der Familie abholen lassen. Weil, ja, wie gesagt, was machst du jetzt 100 Kilometer von daheim, ohne irgendwas am nächsten Tag wieder arbeiten müssen? Dann, 5 Tage später, kam der Anruf von meiner KTM-Werkstatt, ja, die Maschine ist jetzt da, aber das Problem ist, sie haben jetzt das nachgeforscht, dass auf der Maschine noch Gewährleistung drauf liegt. Ich muss dazu sagen, die Maschine habe ich ja letztes Jahr im Juni eigentlich gekauft, von einer Privatperson. Davor war die Maschine in Rosenheim bei einem KTM-Händler. Weil seitens Husqvarna war da ein Werksfehler im Motor drin und das wurde auf Garantie dann repariert. Also wurde dann die Garantie scheinbar noch verlängert bis Ende Juli. Ja, dann hatten sie halt dann gesagt, sie würden mir halt empfehlen oder auch das auch raten, wenn ich die Garantie noch in Anspruch nehmen möchte, dann muss die Maschine nach Rosenheim, dann muss sie zu demjenigen, der die Maschine zuvor in der Reparatur hatte. Gut, dann habe ich halt dann auch mit der Werkstatt in Rosenheim telefoniert. Dann hat es eben geheißen, ja gut, die Maschine kennen wir, bring die Maschine zu uns rauf. 2 Tage später, Freundin gepackt, Anhänger gepackt, Moped nach oben, nach Rosenheim gefahren. Jo, und dann ging halt das Ganze los, war auch selber die Worte halt von der Werkstatt, ja, da ist noch Garantie drauf, aber sie müssen halt gleich sagen, das ist halt jetzt keine Reparatur auf 2-3 Tage, sondern das kann einfach dauern. Also vor September haben sie eigentlich keinen Platz frei in der Werkstatt. Ja, mit diesem Dämpfer bin ich und meine Freundin dann wieder heimgefahren, oder korrekterweise meine Freundin und ich. Ja, jetzt weiß ich nicht, jetzt haben wir Mitte August. Ich weiß jetzt nicht, ob die Maschine eben im September fertig wird oder was auch immer. Merci. Ich kann eigentlich sagen, dass meine Sumo-Saison wahrscheinlich für dieses Jahr gelaufen ist. Nice. Ich meine, vielleicht gibt es ja noch einige schöne Tage im Oktober, bis Ende Oktober kann ich sie ja noch fahren. Man weiß es nicht, aber ich habe eigentlich so gut wie es geht damit abgeschlossen. Bei der Aprilia ist es scheißegal, ich kann die Aprilia das ganze Jahr fahren. Gut, im Winter vielleicht nicht, wenn sie nicht anspringt. Aber Husqvarna ist eigentlich für das Jahr 2023 gestorben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Jahr ist kein gutes Jahr für mich. Seit wann ist denn da das Kurvenschild da? Ha, okay. Wie die ein oder anderen wissen, der Nickel hat es ja auch in einem Video schon angeteasert, wo wir vielleicht auch mal einen Carporn machen werden auf diesem Moped-Kanal. Vielleicht kommt es ja auch sich gut an. Oh, da grillt wer. Ich persönlich fahre ja
als Sommerauto einen Subaru Impreza WRX STI von Baujahr 2007, der bekannte Hawkeye. Und da wollen wir vielleicht auch mal einen kleinen Carpon draus machen. Ja, und den hat es mir leider Gottes jetzt auch kurz vor knapp vor einem großen Japan-Tune-Treffen hat es mir das Mitteldifferenzial zerlegt. Die Kupplung ist im Arsch und Karawelle sind die Gelenker fest. Also das ist, wird auch eine große Rechnung werden. Ja gut, aber ich habe es gewusst, wenn man so ein Auto fährt, dann muss man auch das nötige Kleingeld dazu haben. Aber wie gesagt, Subaru ist im Arsch, Husqvarna ist im Arsch. Ja, jetzt habe ich halt nur noch die Aprilia, die Yamaha ist ja verkauft, habe ich ja auch in einem anderen Video erzählt. Kann es auch gerne hier mal einblenden. Ja, was mir noch bleibt, ist jetzt mein Winterauto, mein Citroën C1, mein stolzer kleiner Knabe und eben die Aprilia. Ja Leute, das war's jetzt zu dieser Geschichte soweit. Ein bisschen traurig bin ich schon, ich hätte mir eigentlich um sehr viele geile Momente noch mit der Husky gefreut dieses Jahr, aber wenn es dieses Jahr nicht mehr ist, dann vielleicht wieder nächstes Jahr. Aber ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen zu viel gelabert. Ich habe euch ein bisschen zu viel zugelabert. Jetzt gebe ich euch noch ein paar kleine Fahraufnahmen. Jetzt fahren wir noch ein Stückchen Richtung Ramsau. Da ist ja der Hintersee. Die einen oder anderen werden ihn kennen. Und wir waren ja schon auch in etlichen Videos bei dem See hinten. Dann gibt es natürlich wie gewohnt auf unserem Kanal das allseits bekannte Aufputschgetränk, nenne ich es mal so. Ja, und dann war es das eigentlich schon wieder mit dem Video. Also wenn ihr noch dranbleiben wollt, dann bleibt dran, und wenn nicht, dann skippt einfach weiter bis zum Ende. Das überlasse ich jedem selbst. Auch eine sehr geile Strecke, meine Freunde. Es war halt leider nicht so lang, aber macht Spaß. Dieser Abschnitt der Strecke ist ein bisschen riskant, weil man weiß nie, was hinter der Kurve herkommen kann, wie breit oder was, also ja, wie breit, oder vielleicht kommt sie auch auf seiner Spur entgegen, weil die Straße eben da so schmal ist. Ja, da sind wir ja schon, der Hintersee. Da liegt oft einmal gern Sand in der Kurve. Ja, da haben sie halt auch neu geteert. Bei dem letzten Part, wenn Sie euch noch erinnern könnt, da sind wir dann durch die Baustelle durchgefahren. Wo ich noch gesagt habe zu Nickel,
Ja, wenn rot ist, dann darf man auch nicht fahren. Und wenn grün ist, dann darf man fahren. Wo auch mitten in der Straße der Bagger gestanden ist. Jetzt hoffe ich nur, dass mein Plätzchen frei ist. Natürlich nicht. Wie schaut's da aus? Das ist auch blöd. Und da die Bank ist auch belegt. Eieiei. Dann widerlege ich meinen Plan mit am See chillen. Das machen wir dann wohl woanders. Aber ich glaube, ich habe da jetzt auch noch einen guten Spot gefunden, wo man den Abspann machen kann. Jetzt müsste ich nur gerade mal schauen, wo das da ist. Ach, das war, ne? Jo Leute, mit diesem geilen Ausblick beende ich mein kleines, aber feines Video. Servus. War jetzt viel Gelaber, aber jetzt wisst ihr auch, wie es aktuell ist. Wenn euch unsere Videos gefallen, dann lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, Servus. Kleiner Nachtrag an dieser Stelle, natürlich. Muss sein, ah, Bulle! Und wie gehabt, keine bezahlte Werbung.